Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Farbe in Film beschäftigt? Wahrscheinlich nicht, genauso wie ich. Es gibt aber eine, die eben das macht und somit in der Filmszene für Begeisterung sorgt. Die Barbara Flückiger, eine Filmliebhaberin und eine Wissenschaftlerin, hat eine Datenbank erstellt, die zeigt, dass Filme nicht nur entweder schwarz-weiß oder farbig sind, sondern dass es in der Filmgeschichte über 200 verschiedene Farbprozesse gegeben hat. Die Box-Office-Reporterin Andrea Guyot hat mit Barbara Flückiger über ihre Pionierarbeit geredet. Der Film ist eigentlich nichts anderes als farbiges Licht. Und da hat es auch verschiedene Techniken gegeben, wie man das farbige Licht sozusagen erzeugt hat. Die Leute, die früher mal fotografiert haben, die wissen, dass sie am Schluss einen Negativstreifen haben und der besteht aus Farbstoff. Das ist jetzt aber, sagen wir mal, der Stand, wie wir es heute haben, oder? Früher haben sie zum Teil die Bilder von Hand angemalt. Also jedes einzelne Bild von einem Film, und das sind 25 Bilder pro Sekunde, von Hand mit winzigen Pinseln unter der Lupe angemalt. Oder? Also es hat verschiedene Formen einfach gegeben, wie man mit dieser Farbe umgegangen ist. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sind zum Beispiel die Filme zum Teil in Farbbäder eingelegt worden. Zum Beispiel leuchtendes Pink oder Orange oder Blau. Und sind dann einfach einfarbig eingefärbt worden. Das sind alles so Farbprozesse, die es gegeben hat. Die Datenbank ist im Moment sehr wichtig und ich komme ein unglaubliches Echo über, weil jetzt ja, der analoge Film, also so wie wir ihn kennen, aus dem Kino verschwunden ist. Also das ist sozusagen schon vollzogen. Im Kino wird fast nur noch digital projiziert. Das heisst, wir müssen den ganzen Bestand von Filmen, die wir kennen, aus der Filmgeschichte, müssen wir digitalisieren. Und wir können die Filme nur gut digitalisieren und auch die Farben einigermaßen ihre ursprünglichen Charakteristik erhalten, wenn wir die Prozesse kennen. Wenn wir jetzt einfach nach unserem heutigen Geschmack restaurieren, dann gefällt uns das vielleicht heute. In 10 Jahren wird man das als sehr problematisch empfinden. Wenn man jetzt vergleicht verschiedene Restaurierungen vom gleichen Film, dann sieht man da oben ein Standbild aus der Version, wie das Filmmuseum München den restauriert hat. Und unten sieht man ein Standbild aus der Restaurierung von der Cinémathèque Française. Da sieht man sehr deutlich, dass man zu sehr unterschiedlichen Resultaten kommen kann. Farbe ist eines der allerkomplexesten Gebiete. Man muss etwas wissen, wie das visuelle System funktioniert, also wie wir Farben wahrnehmen. Man muss etwas über Chemie wissen, man muss etwas über Elektronik wissen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt 2 verschiedene Farbkorrekturen, Restaurierungen von der Red Shoes, am Film, der sehr, sehr berühmt ist für seine Farben. Es ist ein Technicolor-Film. Von den späten 40er Jahren. Und wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass es da oben recht rosa ist, während da unten die Grautöne und auch das Weiss viel, viel neutraler sind. Und da muss man sich aber fragen, ist das vielleicht auch eine Charakteristik von dem Technicolor, dass das eben so ein bisschen Farben in die Richtung verfasst? Da muss man sich immer wirklich an diesen Charakteristika der Materialien orientieren. Die Datenbank richtet sich in erster Linie natürlich an Forscher, die restaurieren, die digitalisieren, die in Archiven arbeiten, die Filmhistoriker sind. Da komme ich schon sehr viel positives Feedback über. Sehr viel natürlich aus den USA, weil die USA natürlich ein wichtiges Land ist für die Filmproduktion und auch ein sehr grosses Erbe hat. Also sehr viel Bestand natürlich, also die ganzen Hollywood-Filme, die sind natürlich in den Archiven und die Archivare, die sind auch daran interessiert, an die Informationen anzukommen. Wenn es mal da ist, dann denke ich, wieso hat es das nicht schon lange gegeben? Wenn es schon so viel Wissen gibt auf der ganzen Welt, warum tut man das nicht vernetzen und nicht an einem Ort sammeln? Oder? Und das ist echt die Grundidee, dass einfach das ganze Wissen an einem Ort ist und dass die Leute von der ganzen Welt an einen Ort gehen können und sich dort informieren. Die Datenbank soll jetzt zu einer Art Filmfarben-Wikipedia ausgebaut werden. Für das sammelt Barbara Flückiger noch ein bisschen Geld, und zwar auf der Crowdfunding-Plattform indiegogo.com. Das ist diese Seite, und hier sieht man es.
$10'000 braucht sie im Ganzen. 7'240 hat sie bis jetzt. Und mit Spenden von euch sollte es eigentlich in den restlichen 81 Tagen noch möglich sein, dass sie ihr Ziel erreicht. Den Link auf diese Seite findet ihr auf unserer Homepage boxoffice.sf.tv.